An der Nushu Leadership Journey powered by Deutsche Bahn hat mir am besten gefallen die Kombination aus praktischen und theoretischen Inhalten. Auf der einen Seite die wahnsinnig spannenden und ehrlichen Interviews mit den Expertinnen der Deutschen Bahn und auf der anderen Seite die wirklich zahlreichen Action Learning Groups, in denen wir verschiedenste Führungsthemen besprochen und diskutiert haben. Dass ich mit vielen spannenden, tollen Persönlichkeiten und super inspirierenden Frauen austauschen konnte. Dass so viele tolle, unterschiedliche Frauen verschiedenster Berufe und verschiedenster Hierarchien dabei waren. Weiterhin war natürlich super, dass die Bahn mit so vielen tollen Führungskräften uns ordentlich motiviert hat und ganz viele Tipps und Tricks mitgegeben hat. Und die überhaupt die ganze Organisation des Nushu-Teams von Anne, die ganze Aufbereitung und Durchführung waren einfach klasse. Der wöchentliche Austausch mit hochkarätigen Role Models sowie das persönliche, professionelle Coaching und das interne Networking am besten gefallen. Dass wir so viele tolle und inspirierende, unterschiedliche Führungskräfte der Deutschen Bahn kennenlernen durften und natürlich zeitgleich die vielen tollen Nushus, mit denen wir so intensiv netzwerken konnten und auch ganz besondere die Reisebegleitung durch die wunderbare Anne Kors. Ist das Format. Das Format hat uns viele, viele wichtige Inhalte vermittelt. Es hat uns vernetzt, es hat uns Möglichkeit zum Vernetzen untereinander, aber auch mit unseren externen Rednern gegeben. Und es war bei aller Stringenz im Fahrplan immer noch so aufgestellt, dass wir jedes Thema vertiefen konnten, dass wir Deep Dives gemacht haben, wenn wir uns das gewünscht haben. Also mein ganz herzlicher Dank an unsere Lokführerin Anne an dieser Stelle. Die Mischung aus zwei ganz wunderbaren Zutaten. Zum einen umfangreiche Insights von ganz unterschiedlichen weiblichen Führungskräften der Deutschen Bahn, die mit großer Offenheit, viel Vertrauen und einem gerüttelten Maß an Selbstreflexion ihre eigenen Leadership Journeys mit uns 40 Frauen geteilt haben und ihre Learnings für uns zur Verfügung gestellt haben. Und zum anderen die Action- und Networking-Sessions, in denen wir ausreichend Raum und Zeit hatten für Persönlichkeitsentwicklung, Führungsthemen-Sparring und tatsächlich sogar noch ganz viele tolle neue Kontakte. Beidem gemeinsam übrigens die Erkenntnis, ohne Persönlichkeitsentwicklung keine Führungsentwicklung. Perfekte Mischung aus Networking, Theorie, Praxiserfahrung und natürlich jeder Menge Spaß am besten gefallen. Meine absoluten Highlights waren immer die Insights von den weiblichen Führungskräften aus dem Deutsche Bahn-Konzern. Dass wir so viele tolle Impulse von Frauen aus sehr unterschiedlichen Bereichen bekommen haben, von denen ich sehr viel lernen konnte, von denen ich mitbekommen habe, dass man Mut braucht, dass man Chancen nutzen muss, aber auch, dass es auch Spaß machen sollte und dass das Bauchgefühl stimmen sollte. Das ist in der Praxisbezug während der Input-Sessions gefallen. Die 6 Führungsfrauen der DB haben wirklich facettenreich und hautnah Einblicke in ihren Leadership-Alltag gegeben und gemeinsam mit der Vernetzung mit anderen Teilnehmerinnen deutschlandweit hat das für mich die Journey absolut wertvoll gemacht. Eine coole Mischung war aus Theorie, aus Input, aber auch aus Praxisbeispielen. Wir hatten ja wirklich inspirierende Speakerinnen da, wo auch immer genug Zeit war, nachzufragen. Wir haben sehr viel Netzwerken betrieben, interaktive Spiele. Es waren ganz viele Tipps zu YouTube-Videos, Podcasts, Buchtipps und so weiter. Der Austausch mit den wahnsinnig inspirierenden Frauen gefallen und dass man sehr gut ins Netzwerken gekommen ist. Sehr inspirierende und breite Auswahl an Expertenvorträgen gefallen. Themen wie zum Beispiel die unterschiedlichen Führungsmodelle, die eigenen Werte kennenlernen oder die richtige Positionierung wurden von sehr hochkarätigen Führungskräften der Deutschen Bahn vorgestellt. Wie die Gruppe zusammengesetzt war und der Austausch miteinander. 40 Ladies mit unterschiedlichsten Profilen und wenn wir tolle Inputs bekommen und die miteinander besprechen, dann kann da nur was Gutes bei rauskommen. Und zu den 40 dazu auch immer wieder ganz, ganz inspirierende Führungskräfte der Deutschen Bahn kennenzulernen. Das war echt eine tolle Reise.
16 Wochen Nushu Leadership Journey mit der Deutschen Bahn. Als ich vor 16 Wochen gestartet bin mit der Frage, oh, what if I fall, waren 39 andere wunderbare Frauen da und ganz viele inspirierende Rednerinnen der Deutschen Bahn und eine tolle Trainerin und ein super Nushu-Team, die einem total viel mitgegeben haben. Ich habe viel über Werte und Führung gelernt und mein Führungsverständnis aufbauen können, was ich jetzt schon täglich meinem Team geben kann. Und die Frage, what if I fall, wurde mir von jedem mit, oh darling, but what if you fly, beantwortet. Und ich kann sagen, I'm ready to fly. Bei dieser Journey ist die Mischung aus spezifischen Themenblöcken und Fachvorträgen von richtigen DB Role Models in Kombination mit den Fachvorträgen von Anne Kurs einfach super ausbalanciert und gibt genau den richtigen Input, den man sich von so einer Journey erwartet. Um ehrlich zu sein, das absolute Highlight an dieser Journey sind aber die Teilnehmerinnen selbst für mich. Also die ganzen Tipps und Tricks und das Empowerment, das man aus dieser Gruppe heraus verspürt, ist einfach unbeschreiblich. Und gerade wenn Frauen in ähnlichen Situationen sind wie ich, von ihnen diese Tipps zu bekommen, ist einfach unbeschreibbar. Eines meiner Key Learnings der Journey für mich war, sich mit seinem eigenen Führungsstil auseinanderzusetzen, sich in schwierigen Situationen abzugrenzen und den Führungsstil auch gegen Widerstände durchzusetzen. Sei mutig. Nimm den Job, der sich eine Nummer zu groß anfühlt. Meistens erweist er sich im Nachhinein als ziemlich passend. Also keine Angst vor aktivem Handeln und ein bisschen Courage. Dass die gesamte Gruppe von 40 tollen Frauen irgendwie alle an sehr ähnlichen Punkten in ihrem Leben stehen, sich mit sehr ähnlichen Dingen auseinandersetzt und dass deswegen Austausch total hilfreich ist, um zu lernen, aber vielleicht auch, um sich einfach manchmal gar nicht so alleine zu fühlen, weil es anderen eben auch so geht. Trust the timing of your life. Dass wir Frauen die Wirkung von Statussymbolen, insbesondere in einer männerdominierten Welt, nicht unterschätzen sollten. Sprich an, was dir wichtig ist und bleib dabei authentisch. Dass ich meine Zukunft privat und beruflich immer selber gestalten kann. Dem Timing des Lebens zu vertrauen. Dass es bei guter Führung wirklich nicht darauf ankommt, wie viel Erfahrung man hat oder wie groß man die Teams hat, wie groß die Teams sind, die man führt, sondern mit einem gesunden Menschenverstand und Liebe zum Mensch und auch natürlich ein gewisser Wille, das Potenzial auf die Straße zu bringen, dass das eine gute Voraussetzung ist, mit dem richtigen Mindset eben eine gute Führung auf die Straße zu bringen. Das Zitat von Ramona Grün aus ihrem Vortrag zum Female Leadership. Sie hat gesagt, dass jede Vakanz eine Chance ist, um den Frauenanteil im Unternehmen zu erhöhen. Wie ich finde, in der heutigen Zeit immer noch eine leider sehr treffende Aussage. Dass dieses Kinderbuch hier, ich habe einen Freund, der ist Blogführer, welches 1999 in einem Kinderbuchverlag erschien, so in der nächsten Auflage wahrscheinlich nicht wieder erscheinen würde. Es würde heißen, ich habe eine Freundin, die ist Lokführerin. Denn die Deutsche Bahn tut extrem viel zum Thema Female Empowerment und Female Leadership, dass ich ganz sicher bin, dass sich das ändern wird. Dass Leistung allein irgendwann nicht mehr ausreicht und dass man offen über seine Erfolge sprechen sollte. Reflektiere dich selbst. Kenne deine Werte, deine Ziele, zumindest grob, und den Beitrag, den du leisten kannst. Denn nur wenn du um deinen Purpose weißt, wenn du weißt, warum du etwas tust, kommst du in deine volle Kraft. Das ist frei nach dem Motto, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und never stop learning. Und mit so einer coolen Truppe wie hier bei der Nushu Leadership Journey macht es natürlich doppelt so viel Spaß. Dass unabhängig davon, wie viele Führungsziele, Methoden oder unterschiedliche Persönlichkeiten es gibt, dass Sichtbarkeit, Netzwerk und Positionierung unabdingbar sind, wie gut, dass wir Nushu haben. Zeig dich und das, wofür du stehst. Denn damit sich Chancen ergeben, ist Sichtbarkeit King oder vielmehr Queen. Gib anderen die Chance, in dir eine Chance zu sehen. Es war unglaublich hilfreich für mich, Phasen der Selbstreflexion über mein Führungsverständnis, meine Werte etc. immer wieder einbringen zu können in die Gruppenarbeit und mit den anderen zu reflektieren, das Feedback zu bekommen. Das hat mich sehr weitergebracht.
Meine drei Worte für die Nushu Leadership Journey wären Inspiration, Netzwerk und einfach ein großes Geschenk. Eine sehr motivierende, inspirierende Netzwerkreise. Inspiration, Aha-Momente und Frauenpower. Das erste Verbundenheit, zum zweiten Augenhöhe und zum dritten auf alle Fälle Mehrwert stiften. Augen öffnen, inspirierend, wertvoll. Und ich könnte diese Liste ohne Probleme weiter fortführen. Selbstreflexion. Offen. Spaß. Impulse. Austausch und Spaß. Inspiration, Networking und Selbstentwicklung. Empowerment, Austausch und Inspiration. Inspirierend, bereichernd und nachhaltig. Frauenpower, Inspiration und Network. Fortschritt, Katalysator und Verbundenheit. Yes, she can. Es war unglaublich wertvoll. Es war inspirierend. Eine tolle Gruppe, tolle Redner, eine tolle Moderatorin. Und es war vor allen Dingen persönlich, weil wir ganz viele Einsichten bekommen haben in persönliche Führungsstile, in Persönlichkeiten. Und das hat mir richtig gut gefallen. Hier noch anzumerken, ich werde die gemeinsamen Mittagspausen am Freitag sehr vermissen und hoffe, dass wir dies weiter fortführen können. Zumindest einmal im Monat. Und ich bedanke mich für alle Erfahrungen, die ich machen konnte und freue mich auf alle Fälle auf die nächste Runde. Also herzlichen Dank an die Nushu Crew für die Organisation dieser absolut Wahnsinns-Journey und natürlich auch herzlichen Dank an Anne für ihre tollen Input-Sessions. Macht weiter so. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Nushu, bei der Deutschen Bahn und bei unserer Lokführerin Anne. Vielen Dank. Danke für diese tolle Zeit und die Reise hat für mich gerade erst begonnen. Und jetzt würde ich noch einfach sagen, we Nushu you